Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Valiant Hearts The Great War. Wir waren letztens hier stehen geblieben. Oder woanders. Naja, ist egal. Die, wir waren genau hier stehen geblieben. So, jetzt brauchen wir es. Genau, hier waren wir. Da oben ist ja was, was wir brauchen unbedingt. Achso, ich sehe es. Und schnippschnapp. Weiter geht's. Und nach dort. Das war ja nichts. Nochmal Versuch. Jetzt haben wir es geschafft, den Holzstock nehme ich mit. Das ist meine Waffe. Da haben wir noch was. Historische Fakten. Jetzt kann ich das überschließen. Tabakdose. Tabakdosen aus einem Munitionsgehäuse. Leere Munition wurde oft einer neuen Verwendung zugeführt. Einige explodierten Metallteile waren schon von den ästhetischen Wert, falls nicht, legte die Soldaten selbst in die Hand, um nützliche Dinge daraus zu gewinnen. Tabak war wertvoll, daher war den Soldaten daran gelegen, ihn trocken zu halten. Viele Berichte aus den Gräben zeigen, wie wichtig die Weihnachtszigarette für die Soldaten war. Das war ein besonderes Geschenk für die Truppen. Grill. Ein durchlöcherter Helm konnte mit Kohle und Holz gefüllt werden und als Grill oder Heizung verwendet werden. Obwohl die Helme aus Metall angefertigt waren, boten sie einen geringen Schutz vor feindlichen Kugeln. Offizierspfeife. Die Offizierspfeife erhielten Die Offiziere erhielten Pfeifen, um den Soldaten zu signalisieren, wann sie angreifen sollten. Der Klang der Pfeife wurde zum Symbol für die Reise ins Ungewisse, wenn Soldaten aus den Gräbern ins Niemandsland stürmte. Brief eines tunesischen Soldaten, 21. Februar 1916. Lieber Vater, liebe Familie, mir ist kalt, das Land wird mir. Das Land, das wir verteidigen, ist eisig von Schnee bedeckt. Der Boden ist so fest gefroren, dass er Erde als Stein ist. Wir können nicht graben, die Kälte ist so stark, dass sogar meine Hände brennen. Ich hoffe, bei uns im Dorf steht alles am besten, steht alles zum Besten. Und du erhältst noch die Hälfte meines Soldes. Sage mir Bescheid, falls es nicht so so ist, Ahmed. Moment mal. Ach, haben wir schon. Los geht's. Die Medaille brauche ich noch hundertprozentig für was. Das ist keine Medaille, das ist ein Rad. Und zurück, 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 zurück. Und... ha! Perfekt! Gutes Sprengkommando! Jetzt brauche ich doch noch... Wo ist denn das hingeflogen? Hallo? Ah ja, Leute, ihr steht gerade drauf auf das, was ich gerade brauche. Drei Steine? Nein.
Weichen 2. Na komm, 2 dürfen genügen. Geh doch! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da steht jemand am Geschütz G7. Okay, ich brauche noch Granaten. Ich brauche doch noch die Granaten. Da, 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 da. Gut, Granaten mitnehmen. Immer eine Granate bei sich behalten im Krieg. Aber ist nie, wenn man sie braucht. Und nach oben. Schieß ruhig. Du triffst mich eh nicht. Sag ich doch. Und ich glaube, ich brauche noch mal eine Granate. Beilung! Zurück! Boah, danach geladen. Naja, schießt ruhig. Die können schießen, wie sie wollen. Die treffen mich absolut nicht. So. Dann dorthin. Und weiter geht's. Na komm. Weil ist der Comic Look so cool gemacht. Komm, 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 los. Ich will nicht wissen, wie viel die Munition haben. Die haben bestimmt das Endlos-Badane vom Snake Solid. Ach so. Ah. Und dahin. Jetzt können wir rüber. Los! Boah! Was haben wir jetzt hier? Bunte Wimpel. Auch wenn die... Wenn der Mauscode schon im Einsatz war, blieb die telefonische Kommunikation aufgrund technischer Probleme unzuverlässig. Also wurde... steinalte Technik genutzt, wie Trommeln, Hörner, bunte Wimpeln. Am 11. November 1918 um 11 Uhr wurde das Ende des Krieges vom Einklang einer Fanfare angekündigt. Okay. Eine Fanfare? Und das war's für diesen Part. Wir sehen uns gleich bei der Endcard. Da haben wir doch was Historisches mal gesehen. Wie mies eigentlich das früher war, vor allem wie eisig das dort war. Und jetzt können wir mit Emil spielen. Und wollen wir mal sehen, was der so erlebt mit dem Hund. Weil das ist eh das Coolste von allem, mit dem Hund da zu spielen, dazu noch. Und das Rauchsignal hat er auch gesendet.
Geschütze sind dort. Und ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Also, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Valiant Hearts The Great War. Ach ja, ganz vergessen. Gebt ruhig einen Daumen nach oben und lasst ruhig ein Abo da, um kein Video zu verpassen. Und jetzt wirklich auf Wiedersehen.